erzählen Ihnen mit Sicherheit keine Neuigkeit, wenn wir sagen, Deutschland friert. Weil Sie werden genauso frieren wie wir. Wir hatten hier in den letzten Tagen bis zu minus 10 Grad. Da gefriert einen der Atem. Aber viele von Ihnen haben trotzdem zu Hause die Heizung nicht so aufgedreht wie vielleicht in den letzten Jahren. Der Grund ist klar, wir sollen alle Energie sparen und es geht auch um unseren Geldbeutel. Gas und Öl sind erheblich teurer geworden. Aber trotzdem möchten wir nicht frieren. Und deshalb haben wir hier in dieser Sendung für Sie ein paar Zusatzheizmöglichkeiten, wie es auch bei widrigsten und niedrigsten Temperaturen kuschelig warm werden kann. Und ja. Carsten, du hast ja richtig tolle Produkte rausgebracht. Von der Heizdecke bis zum Ölradiator, Konvektorheizung, alles drin. Und ich glaube, das macht viel Sinn, das sich dieses Jahr zuzulegen. Definitiv. Und ich bin auch froh, dass wir das alles liefern können, was wir Ihnen gerade zeigen möchten. Und ein riesengroßer Trend in diesem Winter, schon seit einigen Wochen, habe ich jetzt vor kurzem noch sehr interessiert in einer Talkshow gehört, ist das Thema Heizdecke. Man sagt ja so, eigentlich so ein Relikt aus den 90er Jahren, irgendwie so in den frühen 2000ern wären sie mehr oder weniger verschwunden. Stimmt nicht ganz, wir hatten sie eigentlich die ganze Zeit im Programm, aber gerade in diesem Jahr erleben sie eine sehr schöne Wiederbelebung, weil natürlich unsere Kunden ganz klar sagen, ich möchte jetzt die Heizung zu Hause nicht unbedingt so hochdrehen, wie Ralf das richtig sagte, wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe. Das kostet mich ein kleines Vermögen, egal ob ich jetzt mit Öl oder mit Gas oder mit anderen Heizformen heize. Ich versuche die Heizleistung zu Hause bei der Zentralheizung so gering wie möglich zu halten. Und trotzdem möchte man nicht frieren, wenn man nach Hause kommt. Und das Erste, was Diana gemacht hat, als wir uns gerade hingesetzt haben für diese Sendung, sie hat sich erstmal die Heizdecke gegriffen und hat sie erstmal eingeschaltet, weil es eine unglaublich angenehme Geschichte ist, nicht nur von einer Decke gewärmt zu werden. Das ist natürlich dieses kuschelige Gefühl, was man haben möchte bei so einer flauschig weichen Decke, die auch noch so klasse aussieht in diesem schönen Anthrazit-Grau, diesem wunderschönen Material. Sie hat natürlich noch den ganz klaren Vorteil, dass sie hier auch noch auf drei verschiedene Heizstufen zuschaltbar ist. Gell, Diana, das ist ein richtiges Wohltat. Du hast mir gerade mal so die Hand rüber gereicht, die war richtig schön angenehm warm und das schon nach 2-3 Minuten. Ja, das ist sofort warm und natürlich, ich liebe, wie kuschelig das, wie weich. Natürlich die Farbe, das ist wirklich stilvolle Decke. Perfekte Größe für mich zum Beispiel, ja. Mhm. Und für Leute, die einfach möchten ein bisschen Zeit genießen auf dem Couch. Oder ich könnte auch arbeiten einfach mit dieser Decke, ja. Einfach überall mitnehmen, ja, weil wir haben kein Kabel mehr. Das bedeutet, sie können diese Wärme überall genießen. Super. Und da sprichst du genau was an. Wir haben uns also auch vor der Sendung über das Thema Heizdecken kurz unterhalten. Und dann ging es natürlich auch um die Heizdecken so der letzten Jahre, die in der Regel mit Drähten ausgestattet waren, die man ganz bei den frühen Modellen aus den 90er Jahren mitunter noch fühlen konnte. Gott sei Dank hat sich die Technik mittlerweile weiterentwickelt. Hier reden wir sogar von Infrarottechnik, eine sehr, sehr angenehme Kontaktwärme. Aber das, was Diana gerade sagte, ist, glaube ich, für viele unserer Kunden ein ganz entscheidender Faktor. Die Heizdecken von früher waren immer irgendwo mit einem Kabel verbunden. Mhm. Das heißt, man konnte sie eigentlich nur dort ernsthaft nutzen, wo man eine Steckdose zur Verfügung hatte. Das ist bei diesem Modell nun komplett anders. Auch da hat sich die Technik Gott sei Dank weiterentwickelt. Hier bekommen Sie zusätzlich zu Ihrer wärmenden Decke auch noch eine sogenannte Powerbank dazu. Sie werden es wahrscheinlich an anderer Stelle für die extra Energie Ihres Smartphones kennen. Diana zeigt sie uns gerade mal. Für die Technikfans unter Ihnen, wir reden hier von 20.000 mAh. Das heißt reichlich Energie in diesem kleinen Mini-Energiekoffer. Und mit dieser Powerbank wird ganz einfach Ihre Heizdecke verbunden. Und das bringt Sie in die glückliche Position, eine solche Heizdecke mit dieser angenehm wärmenden Funktion überall dort nutzen zu können, wo vielleicht auch überhaupt keine Steckdose in der Nähe ist. Viele haben das in den letzten Jahren immer bemängelt, dass sie gesagt haben, ich muss mir dann vielleicht sogar noch eine Verlängerungsschnur legen, um dann so eine Heizdecke auch mal auf meinem Lieblingsplätzchen, auf meinem Lehnsessel genießen zu können. Oder vielleicht, wenn ich sie mir aufs Bett lege, dann hat vielleicht die Zuleitung auch nicht ganz gereicht. Jetzt mit dieser Heizdecke spielt das alles überhaupt keine Rolle mehr. Ganz egal, ob Sie die jetzt am Sofa nutzen möchten, ob Sie die beispielsweise an Ihrem Lieblingsplätzchen, in Ihrem Lehnsessel, wenn Sie ein gutes Buch lesen möchten, genießen wollen. Oder vielleicht sogar, wenn man im Frühjahr oder im Herbst gerne noch mal abends ein Stündchen länger draußen sitzt und es dann schon ein bisschen frisch wird, mal unabhängig von den Temperaturen, just in diesem Moment da draußen. Dann hat man natürlich hier zusätzlich noch mal eine angenehme Decke mit Wärmefunktion, die man sich dann auch mal über die Knie oder über die Schultern legen kann. Sieht richtig klasse aus und ist genau
diese Kuschelqualität, wie Sie gerade hier sehen. Und ich glaube, Diana gibt diese Decke nie wieder her, ne? Nein. Oder zum Beispiel super Decke für Outdoor. Ich liebe das auch. Auch ein wenn Thema, du ja, natürlich. So lange weg, ja, das zum Beispiel für Kinder super. Oder ich liebe das einfach gehen mit Decke von Couch zur Küche, was mir ja nehmen, dann zum Badezimmer. Einfach überall mit dieser Decke können Sie und diese was mir natürlich noch auffällt, das ist mit Sicherheit die schönste Heizdecke, die ich jemals gesehen habe. Also sagst diese was, Oberfläche ja. hat diesen seidigen mhm. Schimmer, dieses, ich möchte es mal dunklen Grauton nennen. Ich ja. weiß nicht, wie die Farbe regulär heißt, aber das sieht, selbst wenn es ganz allein auf dem Sofa liegt, sieht das schon unglaublich toll aus. Ja. Und die Technologie ist Nano-Infrarot-Technologie, mhm. das heißt Tiefenwärme, mhm. die ja. ganz anderes wirkt als diese Oberflächenwärme. Also es ist für mich das Nonplusultra. Ja. Das sehen Sie mittlerweile auch so. Das ist nämlich einer unserer Bestseller im ja. diesjährigen ja. 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 Herbst schon gewesen, also seit wir sie eigentlich vorstellen durften. Und kein Wunder, Gesamtpaket, Decke, Anschlusskabel und natürlich auch die Powerbank für 113,99 Euro. Da sehen wir noch ein Handy. Was hat das zu sagen? Kann man grundsätzlich auch nutzen. Natürlich hat die Heizdecke auch eine Fernbedienung am Kabel selber, dass man ganz einfach und komfortabel auch mal ohne ein Smartphone zur Hand zu nehmen hier die drei verschiedenen Wärmestufen zuschalten kann. Wer das aber möchte, wer die Affinität zum Smartphone hat, ist auch hier in der Lage, ganz einfach über eine kostenlose App die Temperatur seiner Heizdecke zu regeln. Und damit ein Smartphone natürlich auch vom Akku nicht leer läuft, auch wenn du die App dafür benutzt, kann man die ja. Powerbank natürlich auch gleichzeitig nicht nur für die Decke, sondern auch zum Aufladen des Smartphones benutzen. Wunderbar. Die Bestellnummer bin ich Ihnen noch schuldig, die ZX8266 und die 569, der Preis 113,99 Euro. Jetzt kommen wir zu einer richtigen Zusatzheizung, ja. die ich mir dieses Jahr gekauft habe. Steht bei mir aktuell wechselweise Wohnzimmer, Bad. Ja, und ich ja. liebe sie, es ist diese Infrarotsäule. Ja, und das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ein unglaublich beliebter Artikel bei uns im Hause, bei Pearl TV hier. Bei unseren Kunden genauso wie bei unseren Kollegen auch. Also jedes Mal, wenn ich bei unseren Damen in die Maske komme, wenn es irgendwas zu besprechen mhm. gibt oder sowas alles, habe ich also noch nie gerade in den letzten 5, 6, 7 Wochen erlebt, dass diese Heizstrahlsäule nicht in Betrieb war, weil sie eine unglaublich angenehme Wärme vermittelt. Ralf, du wirst das bestätigen können, mitunter, wenn man nach Hause kommt, vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde früher und die Heizung dann erst zuschaltet, ist es dann schon mal etwas biestig kalt. Bei mir ist es zumindest so, ich versuche die Heizleistung natürlich über Tag auch runter zu regulieren, aber bis es dann abends bei mir zu Hause in der guten Stube warm ist, dann vergeht schon mal eine halbe bis dreiviertel Stunde. Mit so einem tollen Gerät können Sie ganz einfach mal eben oben am Regler drehen und auf zwei verschiedene Stufen Ihre Wunschtemperatur einstellen oder natürlich ganz einfach auch noch mit der Oszillation, das heißt mit dieser Schwenkfunktion dafür sorgen, dass auch mal ein größerer Bereich abgedeckt wird. Diese Infrarot-Kontaktwärme ist etwas, was unseren Kunden speziell, also auch in diesem Winter ganz besonders gut gefällt, weil sie diese unglaublich angenehme Wärme vermittelt. Ein gutes Beispiel hatte ich heute Nachmittag schon wieder. Also nur wenn ich hier bei uns in Dassel -4, -5 Grad oder was, also biestig kalt. Aber heute Nachmittag kam die Sonne ein bisschen raus, mal so eine halbe Stunde oder sowas. Und ich bin quasi so aus dem schattigen Bereich in die Sonne getreten. Es ist ja nicht so, dass innerhalb von 2, 3 Metern eine Umgebungstemperatur auf einmal um viele Grad Celsius nach oben gehoben wird. Trotzdem kamen die wärmenden Strahlen der Sonne auf mich runter und es hat sich direkt richtig angenehm angefühlt. Das sind natürlich gefühlt ein paar Grad Celsius Unterschied. Mit so einer Infrarot-Heizstrahlsäule werden Sie einen wesentlich größeren Effekt haben. Aber so ungefähr darf man sich das vorstellen. Oder im Frühjahr, wenn du irgendwo sitzt, es ist kalt um dich herum und trotzdem sitzt du in der Sonne, hast das Gefühl, du kannst die Jacke aufmachen, den Schal ausziehen, weil dich die Strahlen der Sonne richtig wärmen. Einen ähnlichen Effekt kann man mit so einer Infrarot-Standsäule ebenfalls herstellen. Und es ist wirklich unglaublich angenehm. Kleine Geschichte, die ich noch erzählen möchte. Ein Freund von mir hatte das Problem, dass seine Freundin jeden Morgen beim Duschen geflucht hat wie ein Rohrspatz, weil es zu kalt war. Die haben zwar geheizt, aber nicht auf die Temperaturen. Ja, der letzten ja, Jahre ja. kam sie unter der Dusche vor, hat sie gefroren. Dann hat sie sich einen kleinen Heizlüfter, den sie noch irgendwo hatte, hingestellt, hat den angemacht. Der wird nicht richtig warm in der Zeit. Sie hat weiterhin gefroren. Und dann war meine Empfehlung, kauf dir genau diese Säule. Das hat er gemacht. Seitdem ist sie glücklich. Ist die Ruhe, wird ne? sofort heiß. Ja, dann natürlich auf die Stufe 2, auf 1200 Watt. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ein Heizstrahler in dieser Stärke hat mindestens 2000 Watt. Deutlich. Das heißt, wesentlich weniger Energiebedarf, sofort Wärme. Und ich habe
schon so oft angehabt, aber der lief noch nie eine Stunde. Das heißt, da reichen mal ein paar Minuten. Ja? Und dann kriegst du diese Infrarot-Tiefenwärme am ganzen Körper ab und dann bist du wieder aufgewärmt, kannst du wieder ausmachen. Ja. Also ich möchte diese Säule wirklich nicht mehr hergeben. Ich liebe sie und mein Freund übrigens, also dessen Freundin, dessen Frau, dessen Lebensgefährtin, sie gibt die Säule auch nicht mehr her. Das denke ich mir. Man kennt das auch von klassischen Heizstrahlern. Ich will jetzt klassische Heizstrahler nicht unbedingt schlecht machen. Ich habe selber noch ein kleines Altertümchen zu Hause, der gelegentlich mal zum Einsatz kommt, wenn es also wirklich unerträglich kalt wird, dann auch bei mir zu Hause. Aber natürlich haben solche Heizlüfter in der Regel einen Ventilator eingebaut. Das heißt, die machen gerade auch auf einer höheren Stufe, wenn sie ein bisschen Leistung abgeben sollen, eine gewisse Geräuschkulisse. Ich persönlich empfinde das am Abend, speziell dann, wenn ich fernschauen möchte oder auch wenn ich im Schlafzimmer bin, wenn ich da nochmal ein bisschen Wärme zusätzlich haben möchte, immer so ein wenig als störend. Und zum anderen brauchen Sie natürlich deutlich mehr an Energie als das, was so eine Infrarot-Heizstrahlsäule braucht. Unabhängig davon haben wir hier ein relativ überschaubares Platzangebot, gut 30 cm vom Standfuß her, vom Durchmesser her und knapp 80 cm in der Höhe garantieren dir natürlich jetzt nicht nur diese wärmende Zufuhr, wie bei so einem kleinen Heizlüfter jetzt mal eben so auf die Füße, sondern der halbe Körper wird jetzt hier hervorragend mit eingebunden. Ich gebe Ihnen mal den Tipp, probieren Sie es ganz einfach mal aus, wenn Sie bis jetzt noch keine Berührungspunkte mit diesen Infrarot-Kontaktwärmemöglichkeiten gehabt haben. Sie werden es lieben. Viele kennen das, speziell die Eltern unter Ihnen, wenn Sie ein Baby mit einer Wickelkommode haben. Vielleicht können Sie sich auch noch daran erinnern, da haben viele diese Infrarot-Kontaktstrahler auch gerne mal über der Wickelkommode. In Wellnessbereichen zum Beispiel, in den Thermen wird das auch mitunter schon mal angeboten. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß das definitiv noch mal ganz anders zu schätzen. Eine der beliebtesten Zusatzheizvarianten, die wir haben, maximal 1200 Watt Verbrauch in der höchsten Stufe. Und wie du richtig sagst, ein paar Minuten reichen da völlig aus, um richtig schön von innen heraus gewärmt zu sein und nicht einfach nur warme Luft quasi abgepustet zu bekommen mit einem riesen Getöse. Man hört nichts, sie wird nicht wirklich geblendet durch dieses angenehme Licht und hat trotzdem eine richtig angenehme Wärme dabei. Und ein Punkt möchte ich noch ansprechen, weil du gesagt hast, kein Gebläse. Ja, das hat natürlich Geräuschvorteile, ganz klar, aber auch bei Hausstauballergiker ist das ganz wichtig. Es wird kein Staub rumgebildet. Bei einem ganz normalen Heizlüfter hast du eben ein Gebläse drin, was auch den Staub und alles natürlich bewegt. Natürlich. Hier nicht, hier werden nur diese Infrarotstrahlen gesendet und das ist unglaublich angenehm. Also von mir 100% Kaufempfehlung und lieber Gruß von meinem Freund, dessen Freundin wird es auch sofort wieder kaufen. 113,99 € ist Ihr TV-Sonderpreis für dieses Gerät und die Bestellnummer ist die NX5431 und die 569 und Sie werden diese Infrarotheizsäule hier mit Sicherheit lieben. Übrigens auch sehr, sehr sicher, das hat so einen Umkippschutz. Also damit kann man natürlich dann auch Unfälle vermeiden. Sollte es aus irgendeinem Grund mal zum Sturz kommen, schaltet es automatisch ab. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Gerät, das ich liebe. Für mich ist es die wahrscheinlich kleinste Heizung der Welt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Für mich ist das ehrlich gesagt genauso und mitunter hat man schon mal so die ein oder andere Stelle, wo man sich gerne mal aufhält oder wenn es nur mal ein paar Minuten sind oder vielleicht mal für eine halbe Stunde, vielleicht auch in Räumlichkeiten, wo so jetzt nicht unbedingt eine klassische Heizleistung vorgegeben wurde oder wo vielleicht gar keine Heizmöglichkeiten besteht. Denke mal an eine Garage oder vielleicht in ein Gäste-WC, mal in etwas älteren Gebäuden, da ist mitunter überhaupt keine Heizung so in diesem Maße vorhanden. Bei diesem Steckdosenheizlüfter reicht, wie es der Name schon vermuten lässt, eine ganz normale 230 Volt Steckdose aus, um genau an der Stelle, wo man diese angenehme Wärmeleistung braucht, auch Wärme zu bekommen. Und ich behaupte mal, Steckdosen, egal ob in einer Wohnung oder in einem Haus, sind in der Regel doch nahezu überall vorhanden. Wir haben es hier bei uns im Büro, da sind die Steckdosen so ein bisschen auf halber Körperhöhe, so leicht oberhalb des Schreibtisches, klar, um Computer und Bildschirme und so weiter anzuschließen. Das können wir uns hier mal ansehen, das werden viele wahrscheinlich auch kennen. Ja, und wenn man dann so sitzt, speziell, wenn man sich nicht viel bewegt, sondern so am Computer sitzt oder Handarbeiten und dergleichen macht, dann wird es dann schon mal ein bisschen frisch, erst recht bei den Temperaturen. Und da kann man so einen Steckdosenheizlüfter natürlich überall ganz hervorragend anbringen. Der lässt sich einstellen auf unterschiedliche Temperaturbereiche von 15 bis 30 Grad Celsius. Ist alles denkbar, ist denkbar einfach gemacht, hat ein schönes Display oben drauf, dass man die Temperatur direkt ablesen kann. Thermostat hat er auch und man kann hier auf Plus und Minus entsprechend gehen, um da die Temperatur einzustellen, so wie man sie haben möchte. Sogar eine Timer-Funktion ist vorhanden
Und das ist wirklich eine richtig angenehme Geschichte. Und auch hier wieder ein wichtiges Thema, also Wärme in Ihrem persönlichen Umfeld. Sie können damit nicht 50 Quadratmeter Saal wärmen. Nein, persönliches Umfeld. Aber wichtig ist trotzdem auch Stromverbrauch. Ja. Normale Heizlüfter, 2000 Watt, keine Seltenheit. Wie viel haben wir hier? Hier haben wir einen maximalen Verbrauch von gerade mal 500 Watt. Das ist also ungefähr ein Viertel von dem, was normalerweise ein klassischer Heizlüfter braucht, um auf volle Pulle zu laufen. Hier sind es gerade mal 500 Watt Verbrauch. Das heißt, hier muss man also auch nicht ständig auf den Stromverbrauch schielen oder mal ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich ganz einfach mal ein paar Grad extra holt. Unglaublich angenehm, auch wenn Sie beispielsweise bügeln, wenn man so an einer Stelle steht, wie gesagt, wenn man sich wenig bewegt, macht man Hausarbeit, putzt die Fenster, staubsaugt den Boden und so weiter, ist man in Bewegung, dann tut der Kreislauf sein Übriges mit dazu. Ja, wenn man aber irgendwo dann doch eher etwas gemütlicher sitzt oder mal ein gutes Buch liest in Ihrem Lieblingslehnsessel, dann möchte man vielleicht dann doch ganz gerne mal 1-2 Grad Celsius zusätzlich haben. Und die können Sie sich hier ohne weiteres holen. Ein sehr beliebtes Gerät. Übrigens, und das habe ich letztens noch festgestellt, nicht nur so zu nutzen. Viele sagen, der passt bei mir wahrscheinlich gar nicht unbedingt wegen der Höhe der Steckdosen auf der Fußbodenleiste hin. Den können Sie in der eigentlichen Steckdose auch nochmal um 90 Grad drehen. Das heißt, Sie können ihn längs oder quer hinstellen so, oder einstecken, so wie Sie das haben möchten. Eine sehr, sehr angenehme Variante. Kostet nicht wirklich viel und bietet dir wirklich genau auf den paar Quadratmeter, wo du dich aufhältst, eine angenehme Wärme. Ja, 31,34 Euro. Ja. Das ist Ihr TV-Sonderpreis und ganz einfach in die Steckdose. Mhm. Ich habe es auch gesehen, es gibt ja diese Fußsteckdosen, also in Fußhöhe, sage ich so, 30, 40 Zentimeter, wenn man immer kalte Füße hat. Zusatzheizung in einer Gästetoilette, wo vielleicht gar keine Heizung vorhanden ist, bei diesen Temperaturen auch ganz wichtig. Oder im Bad, einfach um kurzfristig nochmal Zusatzwärme zu schaffen. Die Bestellnummer für unseren Steckdosenheizlüfter, für mich die kleinste Heizung der Welt, ist die NX9585. Und die 569, der Preis, gerade mal 31,34 Euro. Und das ist wirklich perfekt, auch für eine Werkstatt, wo es manchmal auch auf warme Hände ankommt, kann man sich die warm machen. Jetzt habe ich hier vor mir stehen einen klassischen Radiator, der auch sehr, sehr angenehm schnell Wärme abgibt. Aber das ist ein Ölradiator. Was ist da das Besondere? Und er ist mit Öl gefüllt, wie es der Name schon vermuten lässt. Und das ist so ein Rippenheizkörper, so nenne ich ihn jetzt mal, wie ihn wahrscheinlich viele von Ihnen zu Hause unter der Fensterbank oder im Raum her kennen. Nur, Sie werden wahrscheinlich selber schon die Feststellung gemacht haben, dass eine klassische Heizung zu Hause, ein Rippenheizkörper, mit Wasser gefüllt ist. Ja, man sagt ja immer, du sollst entlüften und so weiter. So ein klassischer Heizkörper zu Hause ist mit Wasser gefüllt. Dreh den mal bei diesen Temperaturen ab. Mal so von Stufe 3 auf 0 runter. Und Sie werden feststellen, dass innerhalb von wenigen Minuten schon fast die Heizleistung dieses Heizkörpers enorm abnimmt. Das ist bei mir zumindest der Fall. Das liegt natürlich auch ganz klar an seiner Position, dann auch zur Außenwand in der Regel. Bei mir kühlt so ein klassischer Heizkörper mal sehr schnell runter. Dieser hier ist mit Öl gefüllt. Und Öl hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Es lässt sich sehr schnell auf Temperatur bringen. Aber Öl speichert die Temperatur natürlich auch um ein Vielfaches länger, als das ein klassischer Heizkörper mit Wasser überhaupt zu leisten vermag. Jetzt haben wir hier ein fantastisches Modell, klein, aber fein, sage ich immer mit dazu. Der wiegt im Ganzen übrigens keine 4 Kilo, ist also deutlich leichter, als er vielleicht aussehen mag, hat den praktischen Griff vorne dran und lässt sich ganz einfach mit einem kleinen Drehregler vorne auf quasi stufenlos einstellen und auf Temperatur bringen. Eingekauft haben wir solche Zusatzheizungen eigentlich für Räumlichkeiten, wo mitunter gar keine Heizung vorhanden ist. Wir haben es eben gesehen, in einem Kellerraum zum Beispiel, wo sich der Mann des Hauses vielleicht mal eine kleine Werkbank eingerichtet hat. Ich kann mich daran erinnern, meine Mutter hatte früher einen Hauswirtschaftsraum drin mit einer Mangel. Da war also auch kein Heizkörper, keine Heizung drin. Das sind solche Räumlichkeiten. Oder mal in der Garage, wenn du ein bisschen was am Auto bastelst, am Fahrrad reparierst oder grundsätzlich so ein bisschen darum mengst und so weiter, da braucht man natürlich mal eine kleine zusätzliche Heizung. Und genau die haben Sie jetzt hier. Sie werden überrascht, wie schnell so ein Ölradiator auf Temperatur kommt und wie warm oder wie heiß der wirklich werden kann. Das ist wirklich schon sehr faszinierend. Und selbst wenn du ihn nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde ungefähr wieder runterdrehst, werden Sie zu Hause feststellen, dass die Wärmeleistung, die abgegeben wird von diesem Ölradiator, deutlich länger gehalten wird, als das mit Wasser überhaupt möglich ist. Für mich ein ganz klarer Vorteil noch, neben dieser angenehmen Wärme und diesem Wärmestau, den er hier hat, dass er eben nicht so schnell runterkühlt, ist der Verbrauch. Ist in diesen Tagen ein riesengroßes Thema, wird auch sicherlich im nächsten Jahr noch ein Thema sein. Der braucht im Maximum 800 Watt, ist also auch vom Verbrauch her noch mal deutlich unterhalb dessen,
was man normalerweise für einen klassischen Heizlüfter braucht. Also insofern ein fantastisches Modell. Unabhängig davon hörst du nichts davon. Das heißt, der heizt also das Öl im Inneren seines Körpers ohne weiteres auf, ohne dass er Geräusche verursacht. Den muss man auch nicht entlüften. Der ist wartungsfrei und lässt sich ganz einfach auch gerne mal von einer Position zur anderen transportieren. Und ich finde darüber hinaus, dass er richtig schick aussieht, diese Grau. Ja, ist vor allem auch mobil transportabel. Ja, ja, ich kann ihn dort hinnehmen, vielleicht auch unten am Schreibtisch zwischen die Füße stellen. Aber was ich faszinierend finde, Sie haben es ja gesehen, ich habe ihn live in der Sendung angeschaltet. Ja. Er hat jetzt die Wärme erreicht, die man eigentlich braucht. Die wird geht schon abgestrahlt. Oder? Ja. Das waren man merkt zwei, drei das Minuten. Also schon. Ja, also es geht wirklich ruckzuck. Und vor allem, jetzt hast du vorhin gesagt, 800 Watt brauche ich. Aber im Prinzip können wir das nochmal halbieren. Weil ich lasse den, ich sage jetzt mal ein Beispiel, eine Stunde laufen und der heizt mich zwei Stunden. Richtig. Das so heißt, dann brauche ich eigentlich pro Stunde nur 400 Watt. Ja. Natürlich braucht das Gerät 800 Watt. Ich möchte nur mal diese Speicherleistung eines Ölradiators noch mal verdeutlichen, dass man hier wirklich genauso lang, wie man heizt, eigentlich noch mal die Wärme hat. Richtig. Stimmt nicht genau, aber die wird auf jeden Fall länger gespeichert. Er kühlt deutlich weniger. Sie sehen, hier vorne kann runter. Ich auch meine Wunschtemperatur noch mal einstellen. Also ich finde das klasse. Er ist klein, er ist schlank, er ist sofort warm und gibt Ihnen die Möglichkeit, in allen Räumlichkeiten eine Zusatzheizung zu haben. Ja, ja. Das hier wäre auch perfekt eben für Gästetoiletten. Ja. Zum Beispiel. Da brauche ich ja nicht volle Pulle aufdrehen, sondern so, dass es eben, ich meine, dass die Leitungen nicht einfrieren. Das ist jetzt im Moment auch ein Riesenthema. Also auch nur als Frostschutz wäre das einzusetzen. Aber eben, du bist wirklich flexibel und preislich sehr attraktiv, muss ich sagen, mit 66,49 Euro. Definitiv. Du hast gerade was gesagt, Gästeräume oder Gästezimmer. Mhm. Ich habe jetzt mit vielen Bekannten von mir gesprochen, die bekommen Besuch über die Weihnachtsfeiertage, über die Silvestertage, auch mal dazwischen und so weiter. Da hat man mitunter schon mal das ehemalige Kinderzimmer, ja, was vielleicht heute so als eine Art Gästezimmer genutzt wird. Mal Hand aufs Herz, da werden Sie wahrscheinlich in diesem Winter definitiv nicht den Heizkörper anschmeißen, bis dann so ein Raum dann erstmal von der Grundtemperatur her hochgewärmt ist mit der klassischen Heizung, werden Sie wahrscheinlich ein kleines Vermögen dafür bezahlen. Stellen Sie in solche Räume doch ganz einfach mal so einen kleinen Zusatzheizkörper rein, so einen Ölradiator zum Beispiel oder gleich so einen Konvektorheizkörper, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Und dann hast du wirklich mit einem relativ überschaubaren Einsatz von Energie und einem relativ überschaubaren Einsatz finanzieller Mittel eine richtig angenehme Wärme im Raum. Gästezimmer finde ich ganz interessant. Du weißt ja, ich habe bei mir oben auch ein Gästezimmer. Ich habe es auch schon genossen, Und das wird jetzt im Moment nur als Wäschezimmer benutzt. Also das heißt, ich hänge Wäsche drin auf. Und da ist wirklich die Heizung aus. Morgen bin ich da reingelaufen. Ich habe fast der Schlag getroffen. Kannst du den Atem sehen wahrscheinlich. Dass noch keine Eiszapfen von der Decke kommen, ist alles. Also klar, meine Hauptheizung mache ich dort nicht an. Ja. Warum aber sowas auch, ist eine perfekte Alternative. Und unser Ölradiator hat die Bestellnummer, die NX9011 und die 569 und sorgt dafür, dass Sie eben auch in solchen Räumen trotzdem eine angenehme Grundtemperatur haben, ohne das Geld wieder mal zum Fenster rauszuschmeißen. Und die beste Option ist natürlich, dass diese Wärme, die hier erzeugt wird, über Stunden, weil Öl und kein Wasser drin ist, gehalten wird. Also eine perfekte Zusatzheizung. Und jetzt kommen wir zu unseren beiden beliebtesten Zusatzheizungen. Waren lange ausverkauft. Ja. Jetzt dürfen wir wirklich sagen, sofort lieferbar. Es sind zwei Konvektor-Heizgeräte, sagen wir mal. Zusatzheizungen, Heizkörper, wie auch immer man das Kind nennen möchte. Eine Technik, die mir ehrlich gesagt vor der Präsentation unserer Zusatzheizung und so in dieser Art und Weise auch nicht wirklich geläufig war. Ein Konvektorheizkörper macht sich im Prinzip eines ganz normalen physikalischen Prinzips nutzbar. Das heißt, er nimmt im unteren, Sie wissen, kalte Luft ist immer unten und warme Luft steigt auf. Jetzt ist das so, dass Sie hier vorne an den Heizkörpern selber im unteren Teil so kleine Rippen haben, wo die kühle Luft reingeht. Ich will nicht sagen, sie wird reingesaugt, sie geht ganz einfach in diesen Heizkörper rein und wird dann aufgewärmt und steigt dann automatisch, weil eben warme Luft nach oben steigt, ganz einfach aus dem Heizkörper wieder rauf. Hat folgenden Vorteil. Zum einen geräuschlos, was ich sehr, sehr angenehm finde, egal wo, auch gerade im Schlafzimmer oder in den Ruhebereichen, abends beim Fernsehen finde ich so ein Bzzz die ganze Zeit dann auch immer als, finde ich das immer als sehr unangenehm. Die sind absolut geräuschlos. Und zum anderen hast du jetzt hier, und das hast du eben angesprochen, natürlich jetzt keine Aufwirbeln von Staub oder von sonst irgendwas. Und sie sind unglaublich schnell einzuschalten bzw. auf Temperatur zu bringen. Und das Schöne ist, Sie können die Temperatur und all das, was Sie einstellen möchten, erkläre ich gleich noch, am Gerät selber einstellen. Oder aber, und das finde ich noch viel interessanter, Sie machen das Ganze mit Ihrem Smartphone.
vom Sofa aus, von der Küche, vom Esstisch aus oder vielleicht auch direkt vom Büro aus, wenn Sie mal eine Stunde oder zwei früher nach Hause kommen und feststellen, ich habe bei mir nicht geheizt, wenn ich gleich reinkomme, ist es so kalt wie in Ralfs Gästezimmer. Das muss nicht sein, dann schalte ich meine Zusatzheizung ganz einfach von unterwegs zu. Gehen Sie ganz einfach auf die kostenlose App und dann öffnet sich hier dieses entsprechende Fenster, ist alles selbst erklärt. Und jetzt können wir mal gucken, wenn Sie hier vorne mal auf das Display schauen, drücke ich jetzt hier mal klack. Oh ja. Zack. Ging sofort an. Und zack, ist er da. Ja. Mhm. Und Sie werden zwei Temperaturen sehen. Sie werden einmal die Raumtemperatur an sich sehen. Und die zweite Temperatur ist die Temperatur, die Sie frei wählen können. Bis zu 37 Grad kommt man hier rauf. Das heißt, man kann hier mit Plus und Minus ganz einfach einen Temperaturbereich vorwählen. Das wäre Dianas Wohlfühltemperatur. 37 Grad. Sagen wir mal so bei 27, da kommen wir beide gut. So langsam ins schon Geschäft, gut, oder? Ja. Aber Sie haben gesehen, zack, mal eben kurz aufs Knöpfchen gedrückt und schon ist der Heizkörper auf Temperatur. Ja, wir werden das gleich noch mal etwas genauer zeigen. Natürlich lässt sich sowas auch mit einem Timer und so weiter einstellen, das ist ganz klar. Und da hier in dieser Sendung logischerweise auch das Thema Verbrauch vorherrscht, werden Sie feststellen, der kann bis zu 2300 Watt verbrauchen. Wenn Sie jetzt, ich sag mal, von 3, 4 Grad über 0 auf 27 Grad heizen wollen, ja gut, dann braucht er natürlich ein bisschen Power, das ist klar. Wenn Sie aber, ich sag mal, ein paar Grad Celsius, ich sag mal, von 16, 17 und 18 oder die viel zitierten 19 Grad kommen und möchten ganz gerne vielleicht nochmal diese 2, 3, 4 Grad Celsius auf 22, 23 Grad zusätzlich in den Raum reinbringen, ohne dass man gleich literweise das Heizöl im Keller verbraucht, dann braucht er also ungefähr so 800 Watt, haben wir festgestellt. Das kann man sogar sehen, das wird im Display angezeigt. Gehen wir nochmal runter. Gehen wir mal auf 25 Grad, ist das in Ordnung? Ja. Okay. Ja? Du hast die Heizdecke noch bei dir. Dann ist das in Ordnung. Eine unglaublich praktische Angelegenheit. Ja? Und viele haben natürlich häufig das... So, wollen wir mal gucken. So, Achtung. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Gehen wir mal auf. Ich gehe mal auf 30 Grad rauf. Sehen Sie das? Klack. Zack, wie er sich entsprechend anpasst. Oder aber ich nehme die Temperatur ganz einfach mal wieder runter. Sagen wir mal auf akzeptable 24 Grad Celsius. Das ist nun wirklich kein Hexenjagd. Jetzt müssen wir natürlich dazu sagen, man muss nicht immer das Handy in die Hand nehmen. Nein, das geht auch am Gerät selber. Ja. Am Gerät selber ist das genauso einzustellen, auch mit Schaltplänen. Und vor allem der Thermostat ist wichtig. Weil wenn Sie jetzt sagen, ich möchte 19 Grad, 20, 21 Grad, sobald diese Temperatur unterschritten wird, legt er wieder dazu. Gas, ja. Genau. Und das ist eben das Tolle. Für 113,99 Euro unser Konvektor Heizkörper endlich wieder lieferbar mit der Bestellnummer ZX8106 und die 569 und unser zweites Premium-Modell, möchte ich mal sagen, das können wir jetzt nicht nur aufstellen in den Raum, sondern wenn wir möchten, eigentlich wie einen regulären Heizkörper an der Wand installieren. Und das sieht richtig klasse aus. Das werden wir Ihnen gleich mal zeigen, wie das rein optisch rüberkommt. Ich glaube, das wäre auch für deine Wohnung sehr schön. Mhm. Du bist auch sehr modern eingerichtet und da jetzt so ein Klotz hinzustellen, wäre jetzt auch nicht unbedingt so jedermanns Sache. Also den hier kann man sehr, sehr schön und vor allem sehr dezent auch mal an der Wand platzieren, da, wo man ganz einfach eine Zusatzheizung braucht. Noch ist er ausgeschaltet und ich mache mir jetzt hier auch ganz einfach mal den Spaß und werde ihn mal einschalten. Ich habe die passende App geöffnet. Ist übrigens völlig egal, was Sie da für ein Handy zu Hause haben. Ich habe jetzt hier ein iPhone. Das könnte auch ein Samsung, ein Huawei oder irgendein anderes Modell sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Die App funktioniert für alle Gerätschaften. Wenn ich jetzt hier drauf tippe, zapp, sehen Sie, geht das Display vom Handy entsprechend an. Das heißt, die App ist entsprechend aktiviert und gleichzeitig öffnet sich natürlich auch hier das entsprechende Sichtfenster am Heizkörper selber. Bitte, wenn Sie mit so einem Handy-Schnickschnack, mit App und so weiter überhaupt nichts zu tun haben, und das hören wir natürlich auch immer wieder von unseren Kunden, die sagen immer, gibt es den Knopf für an und aus und für rauf und runter? Ja, natürlich gibt es den auch. Können Sie also auch ganz einfach mit Plus und Minus die Wunschtemperatur am Gerät selber einstellen. Aber eben für die technikaffinen Herrschaften unter Ihnen. Das Ganze funktioniert eben auch per Handy. Hier sehen wir das Ganze mal, wie gut das aussehen kann. Ich finde den sehr, sehr schön. Ganz ehrlich, der ist um Welten schöner als die hässlichen uralt Heizkörper, die ich da bei mir in der Wohnung habe, die so aus den späten 60er Jahren kommen. Und hier sehen wir auch mal sehr schön das Display. Auch da kann man ganz einfach auf Wunschtemperatur gehen. Das hier wäre jetzt mal ein Echo Dot oder auch Alexa genannt. Also auch wenn Sie dann Sprachassistenten zu Hause haben, können Sie mal ganz entspannt auf dem Sofa sitzen und sagen, Alexa, Wohnzimmer auf 23 Grad. Und dann passiert das vollkommen automatisch. Sieht wunderschön aus, ist denkbar einfach von der Installation her, am Gerät selber oder eben per Smartphone zu bedienen, mit Timer, mit Zeitschaltuhr, mit allem Komfort und zurück. Und das eben nicht nur von zu Hause aus, sondern eben auch von unterwegs. Halte ich für sehr, sehr luxuriös, das Teil. Ja, unser Premium-Konvektor-Heizkörper, der auch sofort lieferbar ist, kommt auch noch Porto- und versandkostenfrei zu Ihnen, ist also ja, mit der nächsten kalten Nacht eigentlich schon fast bei Ihnen. 170,99 Euro ist der
der TV-Sonderpreis, die Bestellnummer, die NX 3292 und die 569. Das waren unsere kleinen Helfer für, ja, Deutschland friert, und Sie werden in Zukunft nicht mehr frieren, wenn Sie Ihr Produkt holen. Meine Empfehlung, ganz klar, die Infrarot-Heizsäule. Das kommt natürlich auch immer auf den Bedarf an. Aber ich bin mir sicher, Sie haben das richtige Produkt gefunden. Alles ist lieferbar. Deshalb jetzt ran ans Telefon und machen Sie sich's kuschelig warm.